1959 bis 2019. Der Friseursalon Hecker feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Gegründet hat ihn Friseurmeister Andreas Hecker vor, logisch, 60 Jahren. Über alles waren damals die Zeit, 51, was man halt für Stellung gekriegt hat. Da hast du nicht sagen, ich möchte es werden oder so. Ne? Wir haben aber ein volles Haus gehabt und von den Kurgästen, die haben nämlich, die Kur hat 4 Wochen, 6 Wochen gedauert. Ne? Und daher haben die Leute, haben die alle einen Friseur gebraucht. Ne? Auch heute steht er mit 83 noch jeden Tag im Salon. Es gibt Kunden, die nur wegen ihm kommen. Er ist eigentlich der Friseur meines Vertrauens. Das ist so wie beim Doktor. Da geht man hin, der weiß, was man will. Muss man nicht lange erklären. Wir sind vom Ort, wir können uns ein bisschen über die Ortsgeschichte unterhalten. Über den TSV, über die Vereine. Wie lange arbeiten Sie jetzt schon? Seit 1. August 1964. Also fast seit dem ersten Tag. Genau, nicht ganz, aber fast. Der vierte Lehrling war ich dann. Inzwischen führt Sohn Mike Hecker das Geschäft. Seit 2005 gibt es auch eine zweite Filiale in Regensburg, direkt neben den Arkaden. Mike Hecker kommt aus einer Familie, der das Friseurhandwerk im Blut liegt. Sowohl die Mutter als auch die beiden Schwestern haben den gleichen Beruf gelernt. Ich kam eigentlich erst 97 nach der Meisterprüfung hier ins Geschäft. Ja, vorher praktisch immer woanders gearbeitet, kam dann hier ins Geschäft. Und dann eigentlich nach 2 Jahren, also eben 99, sagte mein Vater so, und jetzt machst du es selbst. Ich muss sagen, ich war damals schon eher fast ein bisschen überrumpelt, so jung ja auch. Aber er wollte das so und ich habe es gemacht und es hat auch super funktioniert. Und so geht's mit ihm bunt und gut gelaunt in die nächsten Jahrzehnte.